Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Wer kennt es nicht? Der Dezember ist angebrochen, die Weihnachtszeit steht bevor, damit auch die Erkältungszeit, Nasennebenhöhlen, Entzündungen oder Verstopfungen durch den Schleim sind keine Seltenheit und vielleicht bist auch du betroffen, deswegen schaust du auch wahrscheinlich gerade dir dieses Video an. Ich habe drei ganz einfache Tricks für dich, wie du den Regenerationsprozess des Körpers und vor allem den Abtransport des Schleims in den Nasennebenhöhlen unterstützen kannst mit deinen Händen bzw. deinen Fingern. Das werde ich dir, ohne allzu groß um den heißen Brei herumzureden, jetzt gleich einmal direkt präsentieren. Und es geht im Wesentlichen um drei verschiedene Punkte, die sich alle im Gesicht befinden. Das heißt, man kann sich das super merken und ich lade dich herzlich dazu ein, diese Punkte einfach jetzt gleich während des Videos direkt mitzubehandeln. Und zwar fangen wir im Prinzip von oben nach unten an, die Reihenfolge ist aber nicht ganz so relevant. Der erste Punkt befindet sich überhalb der Augenbrauen, quasi 2 cm in etwa überhalb der Augenbrauenmitte, um das näher zu formulieren. Und zwar sucht ihr euch einfach dafür eure Augenbraue, geht in etwa an die Mitte und dann geht ihr so ein ganz kleines Stück über die Augenbraue, drückt mit dem Zeigefinger auf diesen Punkt drauf, bleibt dort drauf. In der Regel wird er etwas empfindlich sein, das heißt etwas sensibel sein. Leichter Druckschmerz ist völlig okay. Wenn es sehr sensibel ist, dann lediglich 10 bis 15 Sekunden halten. Wenn es gut auszuhalten ist, dann auch ruhig 30 bis 45 Sekunden und mit etwas leichtem Massagedruck quasi in der Tiefe, mit einer etwas kreisenden Bewegung gerne, das Ganze noch etwas intensiver behandeln. Es geht weiter mit dem nächsten Punkt und zwar befindet der sich unter dem Auge. Ich mache das Ganze entsprechend nur einseitig vor. Bitte ruhig beidseitig zu Hause nachmachen. Das heißt, unter dem Auge sucht ihr auch nach dem nächsten Punkt, der bei mir zum Beispiel, weil ich auch bis heute eigentlich noch immer so ein bisschen eine Erkältung mit mir rumschleppe, sehr empfindlich ist. Und auf diesen Punkt bleibe ich einfach mal drauf, mit meinem Zeigefinger in diesem Fall. Wenn das Ganze gut aushaltbar ist, kann ich auch etwas in der Tiefe wieder massieren, ohne zu große Bewegungen zu machen dabei. Also es geht wirklich um den Druck auf diesen Punkt, den ich deutlich merke. Dann löse ich wieder, schließe damit erstmal ab. Und der letzte Punkt befindet sich auf der Höhe des Kiefers, beziehungsweise oberhalb oder unterhalb des Kiefers. Dafür sucht ihr euch einfach euer Kiefergelenk. Ihr könnt das Ganze unterstützend finden, wenn ihr den Mund öffnet und schließt. So findet ihr die Bewegung des Kiefers. Und dann wieder das gleiche Spiel wie auch gerade schon. Mit dem Zeigefinger in dem Fall den Punkt suchen, draufdrücken. Wenn es sehr intensiv ist, 10 bis 15 Sekunden. Wenn es gut aushaltbar ist, dann gerne wieder länger und etwas vorsichtig mit Massagetechniken sozusagen in der Tiefe auf- und abdrücken, so dass es für euch noch auszuhalten ist und nicht zu unangenehm wird. Diese drei Punkte waren es auch schon. Mir ist wichtig dabei zu erwähnen, dass es natürlich nur ergänzend zu der üblichen Therapie ist. Das heißt, wenn ihr schwerer betroffen seid, dann bitte im Zweifel einen Arzt aufsuchen, euch gegebenenfalls Medikamente verschreiben lassen. Trinkt viel, ruht euch aus, Tee ist super, gegebenenfalls ein Erkältungsbad oder in Form von Inhalation. Ich meine, ihr kennt das meiste wahrscheinlich selber, was man da machen kann. Aber diese Punkte, damit habe ich jetzt gute Erfahrungen gemacht, die kann man unterstützend einfach noch ergänzen. Ruhig tagtäglich, auch ruhig mehrfach, beobachtet es mal, wie es sich entwickelt, ob sich der Schleim dadurch etwas weiter löst, ob ihr ein freieres Gefühl in den Nebenhöhlen bekommt. Und ja, lasst mich eure Erfahrungen gerne wissen, vor allem in den Kommentaren. Ich würde mich über ein Like riesig freuen, denn das unterstützt meinen Kanal. Und natürlich ein Abo wäre toll, wenn der Kanal weiter wachsen kann. Umso mehr Chance habe ich, neue Videos hochzuladen, wenn ich sehe, dass es gut ankommt. Also bitte, bitte einmal auf den Abo-Button klicken, das würde mich super, super freuen. In diesem Sinne, kommt gesund durch die Weihnachtszeit, genießt die Weihnachtszeit, tut euch ein bisschen Ruhe an und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.